Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen natürlich wie immer von Montag bis Sonntag und zwar diesmal vom 26.09. bis hin zum 2.10.2022, also schon wieder in den nächsten Monat. Und gestern, wenn du es heute direkt am Samstag schaust, war Herbstanfang, also es geht schnurstracks Richtung Ende 2022 oder beziehungsweise ins letzte Drittel, ne, wenn wir es mal so sehen. Aber gut, das soll uns nicht abhalten davon, uns die tollen Informationen, die wichtigen Informationen für die kommende Woche einholen zu lassen können, wie auch immer. Wir schauen natürlich in Liebe, Beruf, Partnerschaft, wir schauen in die Gelder bei Selbstständigen, bei Behördengelder. Ich sage ja immer, münzt es auf euch einfach um, auf die Situation, ob ihr ein Hobby gerade macht, ne, ob ihr arbeitet, selbstständig seid, das könnt ihr mal übertragen bei einem allgemeinen Orakel. Ne? Dann schauen wir natürlich auch in puncto Partnerschaft, aber auch wir schauen, wie es uns geht. Das ist ja immer das aller Oberwichtigste, weil wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und wir schauen, wie geht es uns, was haben wir für Energien für die Woche, ne? Wie geht es uns, wie sind wir drauf. Das ist immer ganz wichtig, so Impulse auch zu bekommen. Und trotzdem, ihr Lieben, ihr wisst, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann passen, muss aber natürlich nicht. Dadurch, dass Zeit und Raum da oben natürlich nicht existent sind. Außerdem haben wir hier alle unsere Themen, unsere Päckchen im Rucksack drin. Und wir haben auch unsere Verteilung von Prioritäten. Dem einen ist das Thema gerade wichtig, dem anderen dieses Thema. Deswegen kann sich das alles auch natürlich verschieben und vielleicht auch schon gewesen sein. Aber wichtig ist immer bei einem Allgemeinorakel, und das ist nicht außer Acht zu lassen, dass wir trotzdem in den allgemeinen Energien drin sind. Und wenn wir verschiedene Themen für die kommende Woche haben, wir aber wissen, uns kann es vielleicht nicht so ganz gut gehen oder weiß ich nicht, in der Woche zeigt sich dies und jenes, dann können wir entscheiden, ob wir vielleicht ein Thema mal vorziehen, ne, weil das Außen ja auch mitspielen muss, darf etc. bei den meisten Themen von uns. Und ja, oder wir sagen, okay, wir verschieben es wieder, nicht wieder, vielleicht auch wieder, aber wenn möglich, vielleicht auf die kommende Woche, wenn die allgemeinen Energien vielleicht ein bisschen harmloser sind, entspannter sind. Ne? Dafür ist es natürlich ganz wichtig. Aber ihr könnt natürlich jederzeit bei mir auch eine private Buchung buchen. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in den Kanalinfos. Deswegen kontaktiert mich sehr, sehr gerne und dann schauen wir in eure 36 Karten rein zu euren individuellen Themen, egal was bei euch gerade ansteht. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine lieben Abonnenten. Seid mir gegrüßt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch gespannt seid, was die nächste Woche uns bringen möchte. Und ihr Neuen, über euch freue ich mich auch immer mega und immer sehr, wenn auch Neue hier mal dabei sind. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Nach dem Video kannst du gerne mal in der Playlist nachschauen. Da findest du die Tagesbotschaften, da findest du Spezialorakel. Und wenn es dir gefällt, freue ich mich natürlich mega, wenn du ein kostenloses Abo hinterlässt. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos. Auch für die anderen gilt das natürlich, wenn mal irgendwas ansteht und so, übermittle ich euch das natürlich auch in einem Video dann. Ne? Also deswegen ganz wichtig, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und noch viel wichtiger für mich, und das bedeutet mir sehr viel, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ne? Vielen Dank auch dafür. Jetzt würde ich aber sagen, wir fangen an zu mischen. Und zwar wollen wir gerne sehen für die kommende Woche vom 26.09. bis 2.10.2022, sprich jetzt, wo der Herbst gerade gestartet ist. Ne? Also wenn du es heute direkt am Samstag schaust, ist es der 24. und gestern war der 23.09. Herbststart. Und wir schauen auch in den kommenden Montag, in den kommenden Monat, und zwar ins letzte Drittel von 2022. Ne? Wir wollen gerne für die Woche wissen, was steht an in Liebe, Beruf, Partnerschaft, Finanzen, wie geht es uns, was dürfen wir wissen vom 26.09. bis 2.10.2022. Ich mische so lange, bis ich denke, dass es reicht. Und dann mache ich die ersten drei Stapel für die ersten Energien. So, was haben wir da? Die Störche. Da haben wir den Sarg. Und die Ruten. Ganz wichtig, auch wer es noch nicht weiß bei mir, die Ruten sind nicht unbedingt die Streitgespräche, es sind wichtige, ernsthafte Gespräche, wo man sich auseinandersetzt. Und es kann gut sein, dass diese Woche
ob sie so startet, ob sie gerade im Gange bei dir so ist, schon, ich sag mal so von den Energien her, dass das Thema schon da ist. Eine Veränderung, die kommen sollte, die angestrebt ist, die sein, ja, wie gesagt, sein sollte, durfte, wie auch immer. Das kann sein, dass sich da was verändert. Ne? Es kann sein, dass da halt ein Cut gemacht wird, dass es vielleicht vertagt wird, dass es eine Verzögerung gibt oder dass man diese Veränderung gar nicht erst annimmt. Ne? Aus welchem Grund auch immer. Und darüber werden aber ernsthafte Gespräche geführt. Vielleicht warum, weshalb, wieso. Oder man hat gemerkt, diese Veränderung zu welchem Thema auch immer oder zu dir selbst auch oder auch zu Menschen, das ist doch nicht so ganz richtig. Ne? Und vielleicht ist da noch irgendwas nicht beachtet worden. Das darfst du dir jetzt nochmal anschauen. Ne? Darfst es vielleicht erstmal ziehen lassen, gehen lassen und darüber vor allen Dingen aber auch kommunizieren, warum, weshalb, wieso. Ne? Die Gespräche kommen dann halt auch. Ne? Es kann ja sein, dass es durch dich beeinflusst wird, diese Entscheidung oder halt auch im Außen. Ne? Das sehen wir natürlich bei drei Karten nicht und es ist ein allgemeines Orakel. Da könnte ich jetzt 100.000 verschiedene Beispiele auch diesbezüglich sagen. Ich sag euch immer schon viele, aber alle kann ich so mit Sicherheit hier nicht aufzählen, dann wären wir hier noch übermorgen dran. Aber es geht wirklich um Veränderungen, die ja vielleicht wirklich da gerade denen ein Ende gesetzt wird und wo man drüber spricht, warum, weshalb, wieso. Ne? Und es heißt aber auch hier natürlich, Veränderungen können ja zu Ende gehen, aber viel besser, ne, was jetzt auch positiv natürlich auch ist, ne, was viel Besseres für euch dabei rauskommt, wenn ihr hier sagt, diese Veränderung mache ich jetzt nichts, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder es gibt eine andere Möglichkeit, ne, man war vielleicht total im Fokus drin, so und so wird jetzt das und das verändert, aber es kommt was anderes, man hat eine neue Möglichkeit und deswegen sagt man zu dem anderen, nee, das lasse ich lieber, aber kommuniziert darüber auch, ne, oder es kommen Gespräche, warum diese Veränderung jetzt nicht kommen kann oder warum sie nicht kommen soll, vielleicht weil sie auch nicht gut ist für euch. Das wisst ihr am besten für die kommende Woche oder was da ansteht bei euch. So, jetzt lege ich die Karten erstmal aus. Wichtig ist erstmal noch zu wissen auch, die lieben Herren, wir sind alle hier die Dame im Kartenbild. Also ihr Herren, ihr seid jetzt hier nicht der Mann im Kartenbild, sondern ihr seid hier die Frau, wie wir alle hier die Fragestellerin. Und der Mann ist unser Herzmensch, Herzmenschin im Kartenbild. So, jetzt nehmen wir mal wieder die 10, das ist ja immer sehr, sehr schwierig. Ich bin schon ganz verwirrt hier, weil Mann und Frau hier ein Herzmensch und wir direkt uns auch noch anschauen hier. Geht es um die Liebe diese Woche? Einige würden sich natürlich jetzt mit Sicherheit freuen, ne? Was ja auch gut ist, ne? Die Liebe darf ja auch eigentlich nicht zu kurz kommen. Und die sollen wir auch leben, denn wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, allein zu sein, ne? Und Liebe ist immer so groß, ne? Also es heißt ja nicht immer, dass es die partnerschaftliche Liebe sein muss. Kann ja Familienmitgliedern durch Haustiere oder durch Freunde auch gegeben werden. Ne? Hauptsache, man ist nicht einsam und alleine. Ne? Und wenn ihr das seid, dann geht raus. Schaut euch um. Es gibt genug Gleichgesinnte, die auch alleine sind und die sich freuen, wenn man da auch Kontakte knüpft und wenn man mal proaktiv auch auf jemanden mal zugeht. Das mal dazu. Jetzt schaue ich mal eben, ob ihr soweit sehen könnt. Ich denke, es geht. Hier ist der Sarg. Und da sind die roten. Schauen wir uns mal die ersten drei Karten an. Da haben wir den Bär drauf, auf dem Reiter, was ich sehr schön finde. Das heißt, wir kommen ja auch wirklich in die Stärke, in unsere Kraft, unsere Stärke. Es kommt in den Fluss halt auch, ne? Das, was wir vielleicht vollbringen wollen. Das, was ich vorhin sagte bei den ersten drei Karten, diese Veränderung, die halt nicht kommen soll, die vielleicht anders kommt, wie auch immer, wo drüber gesprochen wird. Heißt aber nicht, dass es uns, den Boden unter den Füßen wegzieht, ne? Weil wir haben die Sicherheit daneben und auch den Neustart, den Neuanfang. Und es ist interessant, ich habe ja vorhin gesagt, diese Veränderung wird vielleicht gekappt, vielleicht wisst ihr davon ja auch noch nichts. Und das ist hier der Neustart, Neuanfang. Da haben wir das Buch drauf, das wissen wir also noch gar nicht. Ne? Und auf dem Schiff haben wir das Kind, das heißt also, das kann sich verzögern, dieser Neuanfang, diese Veränderung, die wir gerade hatten. Ne? Das ist ja. Bei den einen ist das vielleicht ein Prozess, der weitergeht, diese Veränderung. Bei dem anderen ist die Veränderung was ganz, ganz Neues. Ne? Und hier ist auch der Verlust drauf. Ne? Das heißt, also es wird aber auf jeden Fall offengelegt. Und ja, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment, ne, unser Herz so ein bisschen, so ein bisschen traurig auch ist und vielleicht diese Veränderung absolut gewollt war, vielleicht auch geplant war schon lange, wie auch immer. Ne? Es ist so, dass Herzschmerz ist
natürlich immer da, wenn wir so, ne, so einen Dusch bekommen, wenn wir überrascht werden, wenn wir was anderes im Kopf hatten, ne, oder im Herzen halt auch. Aber wir haben schon hier wirklich das Alltagsglück drauf. Also wir haben hier wirklich das Aufbauglück mit der Sicherheit, ne, mit den neuen Wegen, neuen Entscheidungen, mit Vertrauen, ne. Erstmal ein bisschen Stress und alles ist da, aber zweifelt nicht dran, ne. Das ist auch ganz wichtig. Nimmt es so an, weil dann kann euer Herz, ne, kann wieder der innere Zustand auch wieder letztendlich ausgeglichen werden. Es kann wieder die Freude kommen, Vertrauen mit dem höchsten Glück. Komplikationen gehen raus und die Seelenbalance ist schon in der Veränderung mit der Sicherheit, ne? Mit hier, mit wirklich auch mit der Stabilität, auch in Gefühlen, ne? Wo wirklich diese Veränderung auch dranhängt. Und diese Veränderung, hier ist das Außen halt auch nochmal dabei, ne? Wir haben auch hier wirklich das Außen einmal, wir haben bei hier das Häusliche halt auch, auf Familie, ne? Familie können auch Freunde sein, da ist Wachstum drauf. Also es kann gut sein, dass da halt ja die Gespräche auch da mit der Familie geführt werden, ne? Weil irgendwas hier nicht so in die Veränderung gehen kann oder sich verzögert. Und da habt ihr den Halt dann auch. Natürlich redet man darüber und vielleicht gibt es da Anpassungen, die erstmal so auch ein bisschen, ja, was heißt Unstimmigkeit, ne? Ein bisschen Stress verursachen und wo man vielleicht auch sagt, naja, wird das alles und so. Ja, es wird, ne? Die Blockaden hier werden schon hier durchtrennt. Das geht hier alles in die richtige Richtung. Wie gesagt, wenn man eine Nachricht erhält, die vielleicht erstmal, ne, Stillstand bedeutet oder vielleicht was anderes bedeutet in der Veränderung, dann ist es immer so, dass wir erstmal schlucken müssen, ne? Und dass man erstmal vielleicht umplanen muss, ne? Andere Menschen involvieren darf, sollte, muss. Ich sage ganz bewusst auch muss, ne? Man macht ja nicht meistens nicht nur Alleingänge, wenn eine Familie noch dranhängt, ne? Wo man vielleicht auch, und ich sag mal, letztendlich mit zusammenlebt und das halt auch mitentscheidet dann auch. Aber letztendlich haben wir die höchste Glückskarte hier auf den Blockaden und die werden hier durchtrennt. Also es kommt hier was Neues, die Komplikationen gehen raus, die haben hier auch ein Ende. Also da seid einfach optimistisch auch, ne? Wir haben den Schlüssel auch am Neuanfang. Das wissen wir noch nicht. Das ist vielleicht auch noch nicht spruchreif und das ist vielleicht jetzt etwas wirklich, ja, was diese Woche immer mehr auch zum Vorschein kommt, ne? Wir haben ja die Verluste hier auch von der Trennung. Wir haben die Verluste von den Komplikationen. Wir haben hier auch die Durchtrennung der Komplikationen, weil die Sense auf der Schlange liegt. Also eigentlich, nicht eigentlich, sondern mega, ne? Die Veränderung spiegelt sich auch hier mit der Harmonie, Balance, mit der Familie, mit der Freundeskarte. Also es ist alles, geht trotzdem in die richtige Richtung, mit Heil, Stabilität, ne? Und wie gesagt, manchmal, und das wird diese Woche, wird vielleicht wird auch der Anfang der Woche oder vielleicht bist du schon im Prozess schon drin, wird so sein, dass ja, du in dem Moment vielleicht wirklich denkst, meine Güte, ne, jetzt geht meine Welt hier gerade unter, ne, weil diese Veränderung einfach nicht kommt. Aber dann soll sie auch nicht so sein. Zweifelt nicht, dass hier wieder alles sich in den Lot auch bringen lässt, dass alles gut wird, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, ne? So, wir haben hier auf der Berufskarte, auf der, ne, ich sage ja immer so, auch der Anker ist auch natürlich, auch die jetzt ihr Hobby nachgehen, ist der Anker. Dann ist natürlich Behörden, mit denen man verbändelt ist, ne, wo das Geld herkommt und alles. Da liegen die Wunscherfüllungskarte, die Sternenkarte mit Stabilität und alles, wo Klarheit auch reinkommt, wo Gespräche geführt werden. Und es kann auch gut sein, dass hier Veränderungen auch da sind, dass man vielleicht Verluste halt auch hatte in der Selbstständigkeit, ne, dass man vielleicht einen neuen Job gerne gehabt hätte, aber der jetzt doch nicht zustande kommt oder der Aufstieg. Ich sage mal so, vielleicht eine höhere Position oder eine andere Position lässt auf sich warten. Aber das geht hier alles raus. Ne? Vertraut, dass es auf jeden Fall peu à peu zu euren Gunsten auch ist, ne? Dass irgendwas hier sich verändert. Weil wir haben hier wirklich eine Verankerung an dem Job halt auch, haben wir die Wunscherfüllung auch dran. Und wir haben wirklich die Komplikationen hier rausgehen. Und ich sage ja, auch bei den Selbstständigen, es kann gut sein, dass jetzt gerade wirklich hier Komplikationen noch da sind. Aber die werden hier durchtrennt und aus dem Außen kommt etwas, wo hier wirklich die Balance, Stabilität reinkommt. Hier kommen durch die Blumen, kommt das Schöne, es kommen vielleicht Gelder, Bonuszahlungen. Ne? Und das ist hier alles peu à peu. Und dann kommt auch dieser Neuanfang, Neustart auch für euch, ne? Sei es im neuen Job, sei es in der Selbstständigkeit, dass man da was aufbaut oder was loslässt oder nochmal ein Angestelltenverhältnis, Teilzeit eingeht oder so. Das kann alles gut sein. Aber dadurch, dass wir da wieder letztendlich auch unsere Seele dann peu à peu auch in Anführungsstrichen auch befriedigen können, ne? Weil letztendlich, wenn wir unglücklich sind, weil vielleicht auch Gelder nicht fließen, wie auch immer,
dann ist es natürlich, oder wenn wir Jobabsagen bekommen oder sich da halt auch nicht das tut, was man gerne gehabt hätte, ne? Dann kommt ja was Neues. Ne? Und wir haben auch in den Geldern das Buch hier. Es ist ja eine Veränderung, ne? Schicksalhaft, auch durch einen Vertrag. Und dann kommt auch wieder Stabilität halt alles rein und alles, was Stress und Hektik verursacht, das geht hier definitiv raus. Ne? Also kann gut sein, dass diese Woche wirklich so mit diesem Auf und Ab da ist, ne? Auch diese Gefühlsschwankungen, weil man nicht weiß, ne? Auch wie gesagt von den Geldern her, aber wir haben auf den Geldern hier auch den Anker. Das heißt für mich auch nochmal, dass durch Beruf, durch Behörden, durch die Selbstständigkeit das Geld auch reinkommt. Ne? Hier haben wir das Kleeblatt, das Aufbauglück, schicksalhaft und da kommt die Klarheit rein. Ne? Jetzt kann gut sein, dass dadurch halt auch Stressfaktoren da sind, was gerade wie gesagt den Beruf betrifft. Und ich sag mal hier, dadurch, dass der Fuchs dabei ist, seid froh, wenn diese Veränderung jobmäßig nicht so eintritt, ne? Weil da ist dann irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist schicksalhaft, dass hier die Gespräche auch über diese Veränderung geführt werden, ne? Die dann letztendlich auch. Zum einen kann es sein, dass die Familie vielleicht nicht so mitmachen wollte diesbezüglich, ne? Oder man traurig war, weil man Freunde deswegen hätte verlassen müssen, weil man umziehen hätte müssen des Jobs wegen, wie auch immer. Ne? Aber wichtig ist, man kommt hier wieder in die Stabilität, in den Wachstum auch und das ist das Oberste letztendlich. Wir haben die Stärke hier, die peu à peu kommt und mit den Gesprächen und hier, das ist das Ende und das Ende ist auch, wisst ihr, auch immer der Neuanfang, ne? Und die Blockaden haben wir auf dem Ende. Was für mich heißt, ne, dass es schon diese Veränderung, diesen Dusch bedeutet, ne, dass man das damit vielleicht nicht gerechnet hat. Aber wir haben wirklich die Blockaden auf dem Sarg, also sie gehen weg. Dann werden sie noch durchtrennt, ne, durch das Außen, weil wir wieder schöne Nachrichten bekommen, weil irgendwas sich hier ergänzt oder aufhebt und dafür was viel Schöneres auch kommt. Ne. Das müssen wir immer so sehen. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch den Bären. Wenn ich den so sehe, gerade so in der Aktivität, das kann auch ein Ansprechpartner natürlich sein, das kann auch, wie heißt es, ein Chef, Chefin sein, Kunde, Kundin, ne? Der Bär im Allgemeinen Orakel kann Mann oder Frau sein, wo wirklich peu à peu dann auch wieder das Gute kommt und ja, ich sag mal so die Aussichten. Kann sein, dass sich was verschiebt, dass er oder sie euch diesbezüglich das mitteilt, ne? Dass es hier vertagt wird. Und weil die Reisekarte spiegelt sich und das heißt für mich immer, dass die Bewegung zwar da ist, aber peu à peu mit dem Neuanfang, Neustart, was wir jetzt noch nicht wissen und wo halt auch hier wirklich auch Verluste bezüglich Unternehmen, jobmäßig, ne, also Angestelltenverhältnisse bei Behörden oder halt in der Selbstständigkeit halt einfach hier auch da sind. Ne? Letztendlich haben wir die Wunscherfüllungskarte auf dem Anker, deswegen geht hier alles und wir haben die Stabilität drauf, wo die Klarheit reinkommt. So, in unserem Hause haben wir schon die Nachrichten, die Kommunikation über Unternehmen, mit Behörden, mit Kunden etc., die uns in die Balance wiederbringen hier, in unser Seelengleichgewicht, ne, mit der Veränderung und der Sicherheit. Ne. Also das ist, also hier wird irgendwas, was eigentlich total klar für euch war, dass ihr da in den Veränderungsprozess geht, zu welchem Thema, zu was auch immer, das wird sich aufheben und es wird erstmal einen kleinen Pieks machen, es wird erstmal Traurigkeit da sein, aber es soll auf jeden Fall so sein. Ne? Und natürlich kann das auch sein, ne? Also das, was ich vorhin auch sagte, finanziell, da tue ich ein bisschen dieser Stress dann halt aus. Aber das kommt alles, wir haben ja die Sonne auch wieder dran. Ne? Ich habe vorhin auch so gesagt, die Blockaden auf dem Sarg, die haben ein Ende. Wir haben die höchste Karte auf den Blockaden. Das heißt, die schmilzt den Berg, so, ne? Man kann das auch so benennen. Ne? Die ist also immer stärker und wie gesagt, wenn Blockaden auf dem Sarg sind, werden sie, in dem Sinne haben sie ein Ende, dann werden sie durchtrennt und wir haben die Treue hier wirklich auch am Herzen. Ne? Und es kann natürlich auch eine lieben Liebe sein, aber es kann alles, was uns am Herzen liegt, was uns erstmal hier anpiekst, habe ich ja vorhin ganz am Anfang schon gesagt, aber letztendlich haben wir Stabilität, die Treue auch drauf. Ne? Und wir haben auch im Hause, nicht außen im Hause der höchsten Glückskarte, haben wir den Reiter. Und deswegen kann sein, dass diese Person uns wirklich sehr gut gesonnen ist, uns eine Empfehlung gibt, ne? Und das weiß man nicht, was das für eine Empfehlung jetzt ist, ob es jobbedingt ist, ob es ein Hinweis ist, dass wir noch Gelder einfordern können, dass wir noch was bekommen, dass wir neuen Kunden akquirieren können, dass wir Hobby zum Beruf machen können und, ne? Weil hier ist wirklich die Sicherheit mit dem Neustart dran. Und das möchte sich peu à peu jetzt auch wirklich zeigen. So, wenn wir uns jetzt anschauen, ne? Wir liegen hier im Hause der Wolken. Und das heißt, wir sind hier ein bisschen unklar. Ne? Also wir sind deswegen, wenn die Veränderung da irgendwas anderes kommt, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir gedacht haben, wie wir geplant haben vielleicht,
dann ist das, dann sind wir, ne, dann sehen wir, ja, die Wolken sind einmal dunkel, einmal hell, ne? Also dann sehen wir im Moment vielleicht ein kleines Lichtlein, ne? Aber wir sehen noch nicht alles, ne? Also wir sind da noch so in dem Prozess, dass das wir erstmals auch verarbeiten müssen. Aber wir schauen in den Herzmenschen auch rein, ne? Und jetzt werden natürlich die, die Liebe hier auch gerne haben möchten und forcieren, weil schon jemand da ist oder noch niemand da ist, kommt da halt auch Klarheit rein. Und wie schön ist das, ne? Auch die Linie. Wir schauen halt in den Herzmenschen, Herzmenschin rein, es kommt Klarheit rein. Es wird hier die Gespräche führen, was jetzt so, ne? Auch hier, das wird aufgedeckt, weil die Verlust da dran geht. Und es können Gespräche hier geführt werden, weil vielleicht noch jemand da ist, weil man vielleicht sich entscheidet, auch jemanden vielleicht gehen zu lassen für jemand Neues, wo der Neuanfang mit, und die Sicherheit auf jeden Fall da ist, mit im Endeffekt neuen Möglichkeiten, Entscheidungen halt auch, ne, wenn ihr zwei habt oder auch zwei kommen dürfen, Männer oder Frauen, dann dürft ihr halt hinschauen. Ne? Letztendlich wird es so sein, dass dann auch die Klarheit kommt. Also die Liebe ist schon hier auch sehr prädestiniert und wir haben im Endeffekt ja auch die Partnerschaft schicksalhaft und wirklich hier auch mit Treue, Loyalität und Wachstum. Und also schaut, es kann gut sein, dass hier auch wirklich proaktiv auch jemand Neues in euer Leben auch tritt, wo großes Potenzial ist auch hier für die Partnerschaft. Ne? Schaut dreimal hin, ne? Das ist auch ganz wichtig, weil wir haben auch den Fuchs hier auf der Partnerschaft. Vielleicht ganz kurz nochmal zu neuen Verträgen auch, die bezüglich Job auch, Behördengeldern, ne? Oder auch bei wie heißt Selbstständigen mit Verträgen, also alles, was mit Verträgen zu tun hat, schaut da bitte auch mal hin, ne? Weil letztendlich ist der Fuchs drauf und da haben wir das Schicksal mit den Tacheles-Gesprächen, die Veränderung bringen. Und das ist wichtig, dann dreimal hinzuschauen. Nicht, weil die falsch laufen, sondern weil vielleicht ihr die gar nicht sehen würdet, diese Verträge oder diese Möglichkeiten, wenn ihr nicht richtig hinschaut. Dabei ist es euer Schicksal und man kann darüber sprechen. Wichtig ist nachher die Kommunikation, auch wenn euch irgendwas nicht passt. Ich sage ja immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, deswegen bitte sprecht darüber. Ne? Ganz, ganz wichtig, das zeigt der Fuchs ja auch. Weil dann kann hier wirklich das Alltagsglück kommen, euer Herz kann wieder lachen, ne? Mit der Treue, Loyalität, mit dem Glück auch, mit der Seelenbalance und die ganzen Komplikationen gehen raus. Die werden ja hier durchtrennt. Ne? Aber jetzt in der lieben Liebe hier auch, Partnerschaft, schaut nach, ne? Letztendlich, wenn da zwei Männer, Frauen da sind, inwieweit ja, ihr wen auch wollt, ne? Weil wir haben auf dem Herzmenschen hier auch den Sarg drauf, mit den Blockaden, die hier durchtrennt werden. Wir haben die Schlange hier noch da. Zum einen kann das sein, was ich vorhin sagte, es sind zwei Männer, zwei Frauen da. Ihr entscheidet euch natürlich dann für eine Person, dann wird die andere gehen. Vielleicht ist im Moment diese Person euer Herzmensch, Herzmenschin, aber es kommt jemand Neues, wo ihr ja, schicksalhaft nochmal hier mit dem Kreuz halt eine ganz andere Verbindung habt und dann dieser Mensch zum Herzmensch, Herzmenschin wird. Wichtig ist auch nochmal, hinschaut hier, ob noch jemand da ist, ne? Vielleicht deswegen darf auch der ein oder andere dann oder die eine oder andere gehen. Aber es können natürlich auch die Komplikationen sein. Auf der anderen Seite ist auch hier Sarg und Schlange, was auch sein kann, dass jetzt endlich ne, der Neustart, Neuanfang mit euch auch hier starten kann, weil hier die Verluste auch sind, ne, habe ich ja auf dem Buch vorhin auch schon gesagt, weil hier die Trennung da ist. Ne? Wir haben hier die Spiegelung und die Schlange, Nebenbuhler, Nebenbuhlerin, liegt auch hier auf der Trennungskarte. Ne? Spiegelt sich, liegt auch und da ist die Sense drauf, die es auch nochmal durchtrennt. Also das kann auch sehr, sehr gut sein. Ne? Also in der lieben Liebe auch so ganz schön viel los, wenn hier zwei da sind oder wie gesagt Nebenbuhler, Nebenbuhlerin. Das hört sich immer so dramatisch an, ne? Aber wenn noch ein Partner, Partnerin da ist oder wie auch immer, ne? Dadurch halt Themen ja, euch blockieren, euer gemeinsames Glück blockieren, dann muss man natürlich hinschauen, ne? Wenn ihr lieben Singles noch niemanden jetzt habt, ne, dann kann ihr gut sein, dass jetzt auch wenn ihr jetzt denkt, nee, zwei kommen nicht, dann kann ihr euer Herzmensch, ne, könnt ihr wirklich jetzt begegnen auch im Außen natürlich auch wiederum, ne, wo Klarheit reinkommt, vielleicht wirklich hier auch, ihr endlich spürt, dass hier auch Wachstum da ist, dass ihr mit jemandem auch was Neues beginnen könnt, weil ihr spürt, dass da Sicherheit ist, ihr spürt, dass dieser Mensch wirklich auch mit beiden Beinen im Boden steht, ne, auf dem Boden steht, ja, nicht im, aber auf dem Boden steht und dass hier wirklich auch die neuen Wege, neuen Möglichkeiten, neuen Entscheidungen
auch bezüglich, dass man wieder mal vertraut und so, dass Stress etc. alles, sowas in Liebesdingen, was wirklich Herzöffnung und Gefühle, das darf dann letztendlich auch mal wieder transformiert werden oder endlich transformiert werden, weil die Verankerung haben wir drauf. Aber schaut halt wirklich ja auch bezüglich bei dem einen oder anderen wird zu sein, ob nicht das Alltagsglück hier getrübt wird, weil noch jemand da ist. Ne? Das klärt alles ab. Wir haben trotzdem die Sicherheit daneben und für mich ist immer die Sicherheit auch, das bedeutet auch was Positives und wir haben in der Diagonalen hier die Veränderung mit dem höchsten Glück durch Aktivitäten. Also auch liebe Singles, rausgehen hier. Es kann auch jemand sein, der den oder die ihr schon kennt, ne, schon älter ist, kann natürlich auch sein, dass da schon mal eine Verwandlung stattgefunden hat, wenn jemand da nochmal auftaucht. Ne, wenn wir letztendlich sehen, aber es ist hier trotzdem, egal ob es nachher zwei Menschen sind, ne, nachher wird es aber hoffentlich nur noch einer, ist auf jeden Fall hier schicksalhaft auch geführt. Und das soll dann auch so sein, ne, gerade wenn manchmal auch zwei da sind oder wenn hier noch die Themen da sind, das wird sich dann alles auflösen. Das kann auch mit den ersten drei Karten, das kann, ihr wisst, dadurch das allgemeine Orakel, es kann Verträge, Verbindungen, kann es letztendlich bei Menschen sein, ne, die Verbindungen, aber es können die Verträge auch zu Job oder bei Umzug etc., alles, was mit Verträgen zu tun hat, das müsst ihr immer so auf eure Situation dann auch letztendlich ummünzen. Ne? Ich finde es auf jeden Fall hier ganz schön. Es ist ein Prozess alles, was die Liebe auch betrifft und schaut dahin. Es kann auch gut sein, wenn ihr jemanden ganz Neues kennenlernt, dass er oder sie Verluste hatte halt auch, ne? Bezüglich hier auch einer Person und kann auch sein, dass er oder sie, wenn kennenlernt oder auch schon habt, dass sie endlich auch Mutter-Vater-Themen gehen dürfen, ne? Dass wirklich hier, ja, ich sag mal, ein bisschen auch die Ruhe dann reinkommt, ne? Also das so, dass man den Neustart auch dann beginnen kann, dass er oder sie auch an den Themen gearbeitet hat oder jetzt wirklich dann auch endlich frei ist. Ne? Die Diagonale hier zu ihm oder ihr haben wir das Buch, ne? Da habe ich ja vorhin auch gesagt, hier wird auch was dann offengelegt, wenn man miteinander auch dann spricht. Wir haben mal die höchste Glückskarte hier mit den Nachrichten, mit der Kommunikation, vielleicht auch diesbezüglich, weil die Trennung da ist, ne? Von jemandem dann auch. Wir haben hier schicksalhaft, ne, wenn die ins Vertrauen kommen mit Wachstum. Auf der anderen Seite haben wir die Häuslichkeit, Stabilität. Ne? Und was ich vorhin noch sagte hier, das Angepiekste, ne, was unser Herz, wenn Veränderungsprozesse halt anders laufen. Natürlich auch kann das mit Herzmenschen zu tun haben, die ersten drei Karten auch. Dann ist das schon, dass unser Herz da erstmal traurig ist. Aber wir haben das Alltagsglück mit der Sicherheit da wieder drauf. Und dann ist es auch so, dass man hier durch die Gespräche dann auch wieder in die Sicherheit kommt. Ne? Und Gespräche fördern auch etwas, was man entweder transformiert oder ein Ende setzt, ne? Was ich auch vorher noch sagte, auch mit dem Veränderungsprozess, das schaut man einfach. Wir korrespondieren hier auch mit dem Reiter, das heißt, ne, also hier auch gerade jemand, wenn jemand neu kennengelernt werden darf, jemand Älteres, vielleicht eine Machtperson, eine Führungskraft und so, das kann man dann bei Aktivitäten im Außen halt auch, ne, also sprich, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, im Park ist, aber vielleicht auch einkaufen ist, das Außen ist alles, ne, aber wichtig geht dann auch in die Aktivität, ne, und vielleicht ist es auch das Signal, dass man vielleicht auch jemanden, den man halt nett findet, auch mal hier proaktiv das auch mal mitteilt. Ne? Man muss ja nicht immer alles immer komplett sagen. Man kann auch mit Gestik, Mimik ganz viel ja, erreichen und letztendlich dann auch in die Wege bringen. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, wir liegen auf den Wolken und wir spiegeln uns auch mit den Wolken. Das heißt hier wirklich so, wir sind so total, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ne? Mit dem Veränderungsprozess war das ja gerade klar, wenn man da so einen Cut bekommt. Und man erstmal wieder sprechen darf über diese Veränderungsprozesse, dann ist das nun mal so. Aber wir kommen schon in die Klarheit, da haben wir gar keine Angst. Ne? Wir haben hier wirklich die Balance, die Veränderung mit der Sicherheit durch die Gespräche halt auch, durch Gespräche auch mit Unternehmen, mit Kunden, Behörden. Ne? Und deswegen gehen die Komplikationen dann auch schnellstmöglichst dann raus. Okay, ihr Lieben, ich denke, das ist jetzt erstmal für die Woche viel gesagt. Ne? Ihr wisst, private Legungen nehme ich auch gerne an, dafür kontaktiert mich sehr, sehr gerne. Den Daumen nach oben, über den freue ich mich. Kostenloses Abo dürft ihr auch sehr, sehr gerne hinterlassen. Vielen Dank auch dafür. Ich drücke euch feste, wünsche euch eine tolle Woche und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel, vielleicht schon früher vor dem nächsten Wochenorakel, hier wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.